Hallo zusammen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Mein Name ist Matthias bzw. MattMatty und heute möchte ich euch etwas zeigen. Ich hatte ja beim letzten Mal etwas über eine Homepage gemacht und davor mal was über TeamSpeak. Wie kann man das mal verknüpfen? Einen sogenannten TS-Viewer, der sieht so aus. Im Endeffekt ein Live-Bild, nein, nicht ganz live, aber ein Instant-Bild von eurem Server. Also sobald ihr auf Aktualisieren drückt, ist das total live. Und ihr seht sogar, ich bin ja gerade am Quatschen, wenn ich mal kurz die Fresse halte und aktualisiere, dann seht ihr, ich quatsche gerade nicht. So, also man kann hier super schön stalken, wenn ihr so ein Ding auch auf eurer Homepage haben wollt und eure User ausspionieren wollt. Da gibt es da mehrere Möglichkeiten. Eine wäre ganz einfach, wenn ihr ein Webinterface habt, also das TS3 Webinterface von PsychoKiller, habe ich ja schon ein Video darüber gemacht, wie man das denn einrichtet und installiert. Klickt einfach mal drauf, habt da rechts euren Viewer, allerdings mit ein paar mehr Informationen, die allerdings vielleicht jetzt nicht sofort jeder sehen sollte. Hier zum Beispiel, welche Power der Typ hat, die eindeutige ID, Datenbank-ID und keine Ahnung, wird auf der Homepage nicht angezeigt, bin ich auch eigentlich ganz froh. Und hier drunter ist ein Iframe-Code. Und diesen Iframe-Code, kann ich euch mal gerne zeigen, den kann man ganz einfach in eure Homepage reinklatschen. So, ich habe das in der Support-Seite. Hier, ich zeige es euch, das ist rein HTML geschrieben. Von daher ist mir es auch scheißegal, ob ihr jetzt den Code seht oder nicht. Hier Iframe, ne? Einfach drunter gepostet. Also hier zum Beispiel Support via ICQ und bla 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 nur auf Anfrage. Hier nur auf Anfrage und darunter einfach diesen Iframe-Code. Und schon ist das Ding da drin, da müsst ihr nichts weiter machen. Es sind da ein paar Sachen, die ihr gerne verstellen könnt. Das ist nämlich hier Height und Width, das ist die Höhe und die Weite, die Breite. Da könnt ihr eine Pixelanzahl angeben. Und das entscheidet dann im Endeffekt, wie breit hierüber das geht. Also ich könnte den bis hier rüber ziehen, dass dann hier runter geht. Das geht. Finde ich, sieht aber für meine Homepage nicht gerade so toll aus. Daher habe ich den genau so gemacht. Falls ihr jetzt kein PsychoKiller-Webinterface habt, heißt es jetzt natürlich nicht, dass ihr kein Interface haben könnt, sondern da gibt es noch so schöne Seiten wie tsviewer.com, wenn ich es denn buchstabieren könnte. So. Und da könnt ihr euch, vielleicht gibt es ja hier schon Beispieldinger. Nein. Egal, hier könnt ihr euch oben registrieren. Serverregistrierung heißt nicht Registration. Egal. Und das ist, das meiste davon ist auch wieder sehr selbstverständlich. Ist ein TeamSpeak 3 Server, den ich da habe. Clan hier, matty.de. Support Server. Ich trage es nur mal beispielsweise ein, weil der ist schon registriert. Land, Deutschland. Ist Deutschland oder Germany? Ich weiß nicht. Hier, Germany. Kategorie ist für mich eine Non-Gaming. Ne? Könnt ihr euch ansonsten Strategie aussuchen, MMO, irgendwas. Unreal Tournament, findet ihr schon was? Alternative Kategorie, nein. Server IP. Gut, die IP, die hier von euch haben wollen, ist das hier. Das, was vor dem Doppelpunkt ist, das ist eure IP. Der UDP-Port ist das hier. Falls ihr kein Port angebt hier, sondern das einfach nur so ist, dann ist der Port 9987. Darunter fragen die euch nach einem TCP-Query-Port. Das ist im Endeffekt nur der Port, über den Anfragen an euren Server gesendet werden. Der ist standardmäßig 10011. So. Falls der von eurem Hoster geändert worden ist, müsst ihr wohl nachfragen, denn ich kenne für TeamSpeak 3 jetzt keinen Query Port Finder, den gab es für den TeamSpeak 2. Da konnte man bestimmten Schnittstellen Anfragen senden. Über irgendeinen Webpost-URL, ziemlich kompliziert. Keine Ahnung. So sieht das bei mir aus. Ja? Serverpasswort, ich habe keins drauf. Falls ja, könnt ihr sagen, ob ihr das Passwort öffentlich machen wollt. Falls ja, müsst ihr das angeben.
Dann können die Leute, auch wenn es ein passwortgeschützter Server ist, da auch so drauf sich verbinden, über die Homepage halt. Falls nein, müssen die das Passwort wissen. So. Weiter. Eine E-Mail-Adresse ist für die Registration wichtig. Würde ich hier jetzt admin@meti.de angeben. Und hier oben @meti. So, und hier könnt ihr euch noch ein Passwort angeben. Und die drei Sachen werdet ihr im Endeffekt brauchen, für falls ihr mal euren Server editieren wollt. Dann sagt ihr unten noch, ja, ich bin einverstanden und geht zu Server hinzufügen. Ihr könnt dann später, ich weiß nicht, ob ich das hier mal kurz machen kann, wenn ich mich an mein Passwort noch erinnere. Server User Funktion, Server. Ah, ohne Router. So. So sieht der bei mir aus. Ne? Leider, großer Nachteil, die Icons werden nicht angezeigt. Aber ist genauso ein Viewer, nur dass man hier, wenn ich die mal editieren kann, Edit, bitte einloggen. So, ich kann hier irgendwo den Style verändern. Warte mal, Code-Generator. Hier kann man die Farben vom Server machen. Man kann sagen, ob der fett, ob der schräg, ob der in großen Buchstaben ist, ob der unterstrichen werden soll. Für den Server, für die Infozellen, für die Channel, für die Benutzer. Man kann die Farben einstellen. Das ist so ein RRGGBB-Code. Warte mal. Ja, RRGGBB Color Chart. Hier findet ihr die Codes für eure Farben. Also wenn ihr zum Beispiel das haben wollt, dann müsst ihr sagen Raute 112244. Und dann ist euer Server in der Farbe oder was weiß ich. Könnt ihr euch so einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier noch die Größe machen, die Textart, die Textfarbe. Also der ist wirklich total veränderbar, wie ihr es haben wollt. Und ihr habt hier drüber auch noch tolle Informationen. Zum Beispiel die Uptime und so ein Kram müsst hier drüber stehen. Ich bin knapp unter 99%, weil ich letztes Mal ein bisschen runterfahren musste. Ist ja auch so gesehen nur mein Support-Server. Die anderen, die haben alle über 99%. Ja, und die Ausnutzung von den Slots zum Beispiel. Ich habe 0,8% Ausnutzung. Das ist ein bisschen armselig. Ist ja auch egal. Hier kriegt ihr wieder einen Code, wenn ihr auf Code generieren geht. Und den könnt ihr dann einfach in eure Homepage reinklatschen. Ist eine tolle Grafik. Wo wir schon von Grafiken sprechen, könnt ihr ja mal vorbeischauen auf elartet.de. Super Designer. Von denen habe ich mein Channel Design. Hier, mein Kanaldesign sieht so aus, hat er für mich gemacht und wollte dafür noch nicht mal fett Knete haben oder so. Super toll. Und mir gefällt es, also bin ich echt top zufrieden mit. Wenn ihr irgendwas braucht, ein Facebook-Design, Twitter-Design, YouTube-Design, generell irgendetwas, was mit Grafik zu tun hat, schreibt ihn mal an, der macht euch ein super Angebot, kann ich euch garantieren. Naja, falls euch das Video irgendwo weitergeholfen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, würde ich mich super drüber freuen. Über ein Abo freue ich mich noch mehr. Und Abo hilft euch natürlich auch weiter, denn hier habe ich mir noch ein paar Themen ausgedacht, die ich euch demnächst mal zeigen will. Zum Beispiel Overwolf, das ist ein sogenanntes Teamspeak-Overlay. Da seht ihr in-game, wenn ihr in einem Spiel drin seid, wer gerade in eurem Channel quatscht, zum Beispiel. Einfach damit ihr die Übersicht bewahrt, wenn ihr nicht von jedem die Stimme kennt. Whispern, das ist, ihr könnt auch in andere Channel reinsprechen. Ihr könnt mit jeder Person auf dem Server, auch wenn die in verschiedenen Channels sind, gleichzeitig quatschen. Damit verbinden möchte ich gerne die Channel Commander. Und ich möchte demnächst nochmal ein richtiges, wie streame ich Musik machen. Und da würde ich den Gesprächsleiter direkt mit einbauen. Also, bitte abonniert mich, da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Tschüss!